Holzkopf. Der Gastgeber aus Bremen mit Oliver Reck im Tor, natürlich dann Bockenfeld mit der 3 Legard, mit der 4 Rune Bratzett, mit der 5 Marco Bode, mit der 6 Uli Borowka, mit der 7 Dieter Eils, mit der 8 der Kapitän Miroslav Otava, mit der 9 zum ersten Mal für Werder in einem wichtigen Spiel dabei Bernd Hopsch aus Leipzig gekommen, mit der 10 Andreas Herzog und mit der 11 Frank Neubart. Die Trainer, ja, Sie haben es gesehen, Cruyff natürlich und Rehagel. Und auch Werder nochmal in der Übersicht, Reck, Bratzett, der Libero. Dann die Mandecker, Votava und Borowka, das Mittelfeld mit Bockenfeld, Neubart, Herzog, Eils und Legard. Und vorne dann Marco Bode und Hopsch. Und nun kann es losgehen. Das erste Finale um den europäischen Supercup hier in Bremen. Beide Mannschaften haben diesen Wettbewerb bislang noch nie gewinnen können. Und die Kulisse, sie ist recht gut, trotz des schlechten Wetters. Ich vermute einfach mal 15.000 bis 18.000. Und ich glaube, das muss man den Fans hoch anrechnen, dass sie hier im dichten Nebel herausgekommen sind ins Weserstadion. Einen Vorteil hat der CF Barcelona. Die Mannschaft ist mitten im Meisterschaftsstress. Währenddessen Werder nach der langen Winterpause zum ersten Mal ein wichtiges Spiel heute bestreitet. Allerdings Barcelona zuletzt alles andere als überzeugend. Im Pokal bei Atletico gab es ein 0:5. Und das geht sehr temperamentvoll los hier in den ersten Minuten. Das haben wir uns so erhofft. Marco Bode bleibt hängen. Abstoß, sagt der Unparteiische. Währenddessen wir Marco Bode groß im Bild gesehen haben. Der Unparteiische hat einen nicht allzu weiten Weg gehabt ins Weserstadion. Er kommt nämlich aus Dänemark. Winton Rufer nicht dabei bei Werder, gesperrt für dieses erste Endspiel um den europäischen Supercup. Und die erste Möglichkeit vielleicht für den Gast. Und die Hereingabe kam von Miguel Angel Nadal. Kein Problem für Oliver Reck. Ich war stehen geblieben bei der Tatsache, dass Winton Rufer gesperrt ist. Heute Abend hier im Weserstadion. Und Herzog, ja, das war nicht ungefährlich. Herzog von Johann Cruyff, benannt als einer der interessantesten Mittelfeldspieler in Europa. Und dieser Schuss war in der Tat nicht von schlechten Eltern. Winton Rufer gesperrt nach der roten Karte im Europapokal in Prag. Er hat hier vor dem Spiel einen Preis bekommen für den besten Fußballer Ozeaniens. Ebenfalls gesperrt bei Werder Wolter nach der zweiten gelben Karte. Es fehlt noch Beiersdorfer, das sollte ich Ihnen noch sagen, Mittelhandbruch. Deshalb kann er nicht mit von der Partie sein. Bei Barcelona leider nicht dabei Michael Laudrup, den hätten wir gerne gesehen heute Abend, den Dänen. Probleme in der Leiste, hat der Trainer gesagt. Auf der anderen Seite wird vermutet, dass er ihn ganz einfach schonen will für die Meisterschaft. Ich habe es gesagt, Barcelona so ein wenig in der Krise. Und jetzt wollen wir uns mal auf das Spiel konzentrieren. Einwurf für Werder. Beide Vereine haben diesen Wettbewerb sehr hoch angesiedelt. Haben gesagt, wir wollen unbedingt den Pokal gewinnen. Legard, gefährlich die Flanke zu Bizarreta. Ein Meister seines Fachs. Der Schlussmann hat 69 Länderspiele für Spanien absolviert, 31 Jahre alt. Und er spielt seit 86 für den Fußballclub Barcelona.
Gespannt darf man sein auf das Debüt von Bernd Hopsch. Er hat bislang in einem Testspiel ein Tor geschossen für Werder Bremen beim 2:3 gegen St. Pauli. Abseits, richtig erkannt von den Unparteiischen, der Linienrichter. Herr Liesgard hatte die Fahne oben. Der Unparteiische heißt übrigens Kim Milton Nielsen. Gute Stimmung hier im Stadion. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Bode bleibt hängen. Ferrer kümmert sich um ihn. Das ist der Spieler mit der Nummer 2. Fehler von Koman. Der Pass kam von Amor. Das ist Eusebio. Versucht in die Spitze zu spielen. Und in den ersten Minuten viel, viel Tempo im Spiel. Uli Borowka kümmert sich um den Bulgaren, um Stoichkov. Herzog mit dem Blick für den freien Mann. Es wird immer nebliger hier im Weserstadion. Hoffentlich geht das hier regulär zu Ende. Mutava hatte gut aufgepasst, bietet sich auch wieder an. Schön weitergeleitet. Abseits, Eils im Abseits. Hier kann man es erkennen, ja, Dieter Eils stand im Abseits. Tja, hoffentlich hat sie das verstanden, die Gute. Und ja, fast ein Missverständnis, aber Oliver Reck hat gut aufgepasst. 17 Gegentore nur in der Bundesliga. Es wird immer wieder viel über ihn geschimpft, aber ich glaube, das wird auch von uns Medienleuten oft hochgespielt. Legat und Oliver Reck im Zusammenspiel. Andreas Herzog nach Anfangsschwierigkeiten in Bremen. Die spielbestimmende Figur im Werder-Trikot geworden. Marco Bode. Da wollte Eils durch zwei Spieler der Katalanier hindurch. Das konnte nicht gut gehen. Koman mit Pfiffen bedacht hier. Es muss nicht sein, liebe Fußballfreunde. Amor ist das. Der zweite Holländer, Witschke mit der 10, Stoichkov. Ein wuchtiger Spieler. Schöner Doppelpass, wieder Stoichkov. Oh, der schießt und Oliver Reck klärt zur ersten Ecke. Ja, diesen Stoichkov darf man keine Sekunde aus dem Auge lassen. Wenn am Ende einer Saison in ganz Europa abgerechnet wird, er ist immer vorne mit dabei bei den erfolgreichsten Torschützen. Und gleich Eckball Nummer 2 hinterher.
Nur etwa 100 Fans aus Barcelona sind hierher mit nach Bremen gereist. Dafür aber 8 Herren aus dem Präsidium, 7 Direktoren und ein Vizepräsident. Bockenfeld im Zweikampf mit Goikoetxea. Ja, diese Pässe von Barcelona in die Spitze, die sind gefährlich, darauf muss sich Werder einstellen. Otto Rehhagel hat den Fußballclub Barcelona einmal beobachtet beim Spiel gegen den Erzrivalen Real Madrid. Und wie es so die Art des Trainers ist, er sagt, ich habe wertvolle Fingerzeige bekommen. Wollen wir mal gucken, ob das heute alles auch hier umgesetzt wird. Das hätte man pfeifen können. Und jetzt aufgepasst. Links war Platz. Witschke war da in Position gelaufen. Und da war die Fahne des Linienrichters wieder oben. Zu Recht, wie wir hier sehen. Vielleicht für alle, die sich unter dem Begriff Supercup so recht nichts vorstellen können. Da trifft einfach der Europapokalsieger der Landesmeister, sprich der CF Barcelona, auf den Europapokalsieger der Pokalsieger, sprich Werder Bremen. Eusebio. Mit der Hacke einfach mal blind in die Spitze gespielt. Und Oliver Reck mit einem Befreiungsschlag. Barcelona mit vielen personellen Alternativen. Gestern standen erst 6 Spieler fest, die heute spielen würden. Das spricht für die ausgeglichene Mannschaft. Schöner Hackentrick gerade wieder von Eusebio. Technisch sind sie natürlich alle versiert. Der arme Ronald Koeman wird hier gnadenlos ausgepfiffen. Ah, schön gedacht. Hey Junge, das musst du nicht tun, nachtreten. Entschuldigt sich auch gleich. Das ist Stoichkov, der auch ein bisschen bekannt ist für seine Unbeherrschtheiten. Ist schon häufiger mal vom Platz geflogen. Da sehen wir es nochmal, wie er nochmal nachtritt. Da hätte er eigentlich schon gelb sehen müssen. Auf der anderen Seite Bockenfeld. Und Witschke. Nadal versucht er aus dem Mittelfeld heraus die Fäden zu ziehen. Gutes Zusammenspiel mit Eusebio, aber Werder hat aufgepasst. Zunächst jedenfalls einmal. Vaquero, gut gemacht und die Schussmöglichkeit. Die Schussmöglichkeit für Nadal. Und der war gar nicht so einfach zu halten, der Ball. Passen Sie mal auf, da kommt Nadal frei zum Schuss. Und gerade diese flachen Dinger auf diesem
nassen Boden, die sind gefährlich. Gutes Zusammenspiel beim FC Barcelona. Gestern beim Training konnte man das beobachten. Da wurde das mit viel Begeisterung immer wieder geübt. Nur eine Ballberührung und wieder die Schussmöglichkeit für Stoichkov. Der spielt aber klugerweise zurück zu Nadal. Der versucht es aus der zweiten Reihe, aber das war natürlich ungefährlich. Nach einer Viertelstunde 0:0, aber bislang ein sehr munteres Spielchen. Thorsten Legert kümmert sich um die zweite Spitze, um Salinas. Borowka, wie gesagt, um Stoichkov. Da wechselt man aber auch durchaus schon mal. Es ist nicht so ganz festgeschrieben, im Moment jedenfalls. Butava, Vaquero im Mittelfeld der Zweikampf. Und Hopsch befindet sich nicht in Manndeckung, wird immer wieder übergeben, wie die Fußballer sagen. Bockenfeld. Und das gibt Freistoß. Marco Rode am Boden. Und der Unparteiische ist Rechtsanwalt. Das ist eigentlich der ideale Beruf für jeden Schiedsrichter. Ferrer hat da so ein bisschen was an der Nase abbekommen, aber steht auch schon wieder. Und jetzt wollen wir mal gucken, was Uli Borowka mit dem Freistoß anfängt. Das muss nicht sein. Nebelkerzen ab damit in die Mülltonne. Borowka und ja, will gesehen haben, dass da noch einer aus Barcelona dran war. Mal gucken. Ich glaube nicht. Kurz angetippt von Thorsten Legert und dann der mächtige Schuss von Borowka. Hopsch, schön gesehen, dass Bode da relativ frei war, aber dann war da noch ein Bein aus Barcelona dazwischen. Aber jetzt heißt es nachsetzen, Werder Bremen. Da wollen die Zuschauer einen Foul am Bockenfeld gesehen haben. Ja, das sah böse aus, der Zusammenprall da drüben. Aber Manni Bockenfeld, ein Mann, der hart im Nehmen ist, er ist schon wieder auf den Beinen. Vielleicht sage ich Ihnen schon mal, dass wir eine kleine Extra-Story haben über den Mann, der heute Abend sein Debüt gibt bei Werder Bremen, über Bernd Hopsch. Das sehen Sie in der Halbzeit. Das wird vielleicht auch besonders die Fußballfreunde in Leipzig interessieren. Witschke. Gut aufgepasst von Rune Bratzett. Es gab ja viel Kritik im Vorfeld zu diesem Supercup-Spiel. Künstlicher Wettbewerb wurde da oft gesagt und geschrieben. Aber wenn wir uns diese ersten 20 Minuten hier angeschaut haben, muss man sagen, beide Mannschaften mit vollem Engagement bei der Sache. Vaquero.
Da wundert sich Sakristan Eusebio über diese Entscheidung. Ich mich auch, wenn wir das jetzt richtig betrachtet haben, denn das war eher ein Foul von Frank Neubert. Bode, Herzog. Er wird immer selbstsicherer, der Mann aus Österreich. Der ist schwer zu nehmen, der Ball. Er versucht direkt. Erwischt ihn nicht voll, Sie haben es gesehen, so mit dem Schienbein. Aber das sind ja oft die ganz gefährlichen Dinge. Andreas Herzog, ein Mann nach dem Motto, man kann immer was lernen. Er war gestern beim Training der Gäste dabei, hat sich das angeschaut. Und ich finde, das ist eigentlich eine vorbildliche Einstellung. Otto Rehagel, wie wir ihn kennen, ganz klare Anweisungen. Es kann aber auch sein, dass er gerade ein klassisches Stück Musik dirigiert. Er ist ja Klassik-Fan, aber seine Spieler wissen, was damit anzufangen. Witschke. Ja, aufpassen, Rune. Gut gemacht. Peter Schäffner, kommen Sie bitte zum Tore 1. Peter Schäffner. Sicheres Kombinationsspiel bei Barcelona. Auch so ein eckiger Mann wie Stoichkov, der gerade am Ball war, kann mit seinem Arbeitsgerät technisch visiert umgehen. Das werden Sie möglicherweise noch in der einen oder anderen Situation mitbekommen. Das ist so ein Wahlspruch von Johann Cruyff. Technisch visiert muss man sein, ich brauche keine Leichtathleten. Das ist Bernd Hopsch, 24 Jahre jung. Und er war Pokalsieger in der ehemaligen DDR 1987. Aber das zählt für ihn überhaupt nicht mehr. Raten Sie mal, wie sein Lieblingsverein heißt in der Bundesliga. Das klären wir dann nachher allerdings erst auf in unserem Einspielteil in der Pause. Aber es ist vielleicht immer ein ganz interessantes Spielchen. Kann passieren. War ja auch keiner aus Barcelona. Barcelona, der Club in Katalanien, 1899 gegründet. Aber hätten Sie gewusst, dass ein Schweizer diesen Club gegründet hat? Hans Gamper hieß der Mann. 110.000 eingeschriebene Mitglieder. Da war nichts, Dieter. Dieter Alz schaute ein bisschen fragend zum Unparteiischen herüber. Aber der Rechtsanwalt aus Dänemark hat gesagt, da war nichts. Ein paar Daten über Andreas Herzog, der sich wirklich vorzüglich eingefügt hat in das Spiel von Werder Bremen. Der am Anfang Probleme hatte mit der Härte in der Bundesliga, aber das ist normal. Schön gemacht und die Chance für Hopsch, aber abseits. Ja, Junge, das wäre es gewesen. Ne? War eine richtige Entscheidung. So ganz nebenbei, der Ball ging auch am Tor vorbei.
Ja, richtig entschieden. Foul von Eils an Eusebio. Ein kleiner, auffälliger Mann mit vielen Ballkontakten bislang. Hat 13 Länderspiele absolviert für Spanien. Ist nur 1,70 groß, aber wir kennen sie ja, diese kleinen Spieler. Dankeschön, sagt man dann. Da kommt er nicht hin, der Bernd Hauptstein zu Bizarreta. Gucken Sie mal, auch ein Techniker mit viel Gefühl. Da drüben gibt es ein bisschen Ärger. Der Reaktion der Zuschauer nach gab es da eine unfaire Aktion. Aber das war leider hier nicht so ganz feststellbar, was es genau war. Aber die Leute, die drüben direkt an der Seitenauslinie stehen, die haben lautstark geschrien. Borowka und Stoitschkow, da haben wir die beiden gesehen. Die sind offensichtlich ein Herz und eine Seele, soweit man das sein kann auf dem Fußballplatz. Auch sowas passiert einem so technisch visierten Team wie dem CF Barcelona. Bitte lächeln, sagt der Herr Eusebio, und das bedeutet, er sammelt Fotoapparate, hat über 400 Stück. Sehr, sehr alte dabei, schönes Hobby. Es müssen ja nicht immer Uhren sein, das ist ja groß in Mode gekommen. Er sammelt halt Fotoapparate. Und Eckball für Werder. Schöner Kopfball! Aber auch glänzend reagiert von Zubizarreta. Das haben wir gleich nochmal bekommen. Ich glaube, es war Rune Bratzett, der sich da geschraubt hat. Nee, der Neubart ist es. Ja, richtig zu schießen. Dieter Alts. Spieler aus Barcelona versuchen sehr früh zu stören bei der Ballannahme. Koeman, der Mann, der dem FC Barcelona den Titel gebracht hat, denn er entschied das Spiel gegen Sampdoria Genua im Europapokal der Landesmeister. Auch nicht ungefährlich. Und der ist immer noch heiß, der Ball. Und die Chance. Warum schießt er da nicht selber? Salinas hätte hier das 1:0 für Barcelona erzielen können. Eine halbe Stunde gespielt im ersten Endspiel um den europäischen Supercup. Werder gegen Barcelona 0:0. Das Rückspiel am 10. März ebenfalls live bei uns bei RTL. Das sage ich Ihnen schon mal. Marco Bode. Bode, was macht er draus? Oh, wartet fast ein bisschen zu lange. Dann kommt doch noch ein Mordschuss dabei raus.
Außenpfosten. Man hat den Eindruck, er zögert etwas zu lange. Dann kommt Goikoetxea von hinten heran und dann der Schuss an den Außenpfosten. Aber das war der Höhepunkt bislang aus der Sicht von Werder Bremen. Man soll nicht zu früh unken, aber man muss der Werder-Mannschaft bislang ein Kompliment aussprechen. Da sieht man eigentlich nichts von einer längeren Winterpause. Die Hallenturniere hat man vernachlässigt, so wie eigentlich immer bei Werder. Hat lieber sich im Freien vorbereitet, hat ein paar Freundschaftsspiele gemacht. Zuletzt noch in Gifhorn 7-1 gewonnen. Landesligist. Da waren sogar Beobachter aus Barcelona mit dabei. Auch ein Indiz dafür, wie wichtig man dieses Spiel in Katalanien nimmt. Ja, Otto wollte ganz schnell aus dem Bild. Das ist ja so eine Spezialität von ihm. Er ist nicht so schrecklich gerne im Mittelpunkt der Kameras am Spielfeldrand. Gut gespielt. Ganz toll gesehen, aber abseits. Das Zuspiel von Amor. Ich bin mir nicht sicher, ob das abseits war im Moment der Ballabgabe. Aufgepasst. Nee, das war kein Abseits. Da war zumindest Thorsten Legert noch hinten mit drin. Da neigen die Linienrichter dazu, die Fahne hochzureißen. Aber das war meiner Meinung nach kein Abseits. Es war ein tolles Zuspiel von Amor. Spieler mit der Nummer 2, witziger Typ und auch vielseitig verwendbar. Spielt mal Stürmer, mal in der Abwehr und heute offensichtlich in der Abwehr. Thorsten Legert. Gut angenommen von Hopsch. Gefährlich! Neubart und Witschke. Foul. Marco Bode bereit, weite Wege zu gehen. Elegant gemacht von Mirko Rotava. Stoichkov und Rotava geraten da aneinander. Aber da stößt natürlich Mirko Rotava als erster zu. Natal stand im Abseits. Ja.
als sehr gut gesehen. Hopps macht das auch gut. Ein bisschen zu verspielt in dieser Situation. Marco Bode. Witschke. Und gelb gibt's da für Manni Bockenfeld. Ist ungefähr genauso alt wie der Schiedsrichter. Mal schauen, ob das gerechtfertigt ist. Das ist eine harte Entscheidung im Kampf um den Ball. Da muss man nicht unbedingt gelb geben. Na, trifft sogar den Ball. Hat natürlich jetzt gemeckert, vielleicht deshalb die Reaktion des Unparteiischen. Er hat den Ball gespielt, das haben wir in dieser Einstellung gerade gut sehen können. Und jetzt Vorsicht vor der Schusskraft von Ronald Koeman. Da ist er. Oh, was für ein Fehler und sowas lässt man sich natürlich nicht entgehen. Der Mann mit der Nummer 9, Julio Salinas, bringt Barcelona hier in Führung. Nach diesem Fehler in der Abwehr von Werder Bremen. Da hat sich keiner zuständig gefühlt. Aufgepasst. Der Fehler von Eils. Und dann ist Salinas völlig frei. Und der macht das sehr souverän, muss man sagen. Keine Chance für Oliver Reck. Fehler von Eils, keine Frage. Und sowas nutzt man dann natürlich international erfahren aus. Und die zweite Möglichkeit, Stoichkov hat immer angezeigt, ich bin frei, aber Salinas im Hochgefühl des Tores vielleicht auch ein bisschen Ball verliebt. 38. Spielminute, das 1:0 für Barcelona, Torschütze nach Zeitlupe, der Nummer 9, Julio Salinas. So, vielleicht hier die Chance, Zubizarreta gegen Bernd Hopps. Der mir gut gefällt, der sich viel bewegt da vorne in der Spitze. Aber da ist natürlich der erfahrene Schlussmann von Barcelona rechtzeitig rausgegangen. Dieser Salinas, der Torschütze, ist auch schon 30 Jahre alt, hat auch 29 Länderspiele für Spanien absolviert und wird in der Mannschaft Baske gerufen, weil er aus Bilbao kommt. Fehler von Zubizarreta. Das passiert ihm also auch. Und da ist der Hopps. Also ich muss sagen, der Junge macht sich ganz gut da vorne. Im Sturmzentrum von Werder. Aus der zweiten Liga ins europäische Supercup-Endspiel und das Duell gewonnen jetzt gegen Koeman. Alle Achtung, mutig ist er, einsatzfreudig, laufstark. Auch hier soll man nicht zu früh unken, aber das sieht nach einer interessanten Verstärkung aus für Werder Bremen. Wintenrufer übrigens hat seinen Vertrag verlängert um ein Jahr gestern. Das auch nur so als kleine Randinformation.
Man wiederholt sich, aber der Ball läuft gut streckenweise in den Reihen von Barcelona. Und Manny Bockenfeld hat mal wieder geklärt zur Ecke. Es ist die dritte für die Katalanen. Mitschke gegen Neubert, hat er gut gemacht. Oh, Fehler von Thorsten Legert. Tja, der Junge ist sich für nichts zu schade. Auch ganz weit hinten zu finden. Bernd Hopsch, da ist er schon wieder. Klare Sache, Foul von Vaquero. Andy Herzog, das Opfer. Wieder guter Einsatz von Hopsch, aber der Schiedsrichter hat die Aktion abgepfiffen. Was mir gefällt, er lächelt sehr viel im Spiel, der Bernd Hopsch. Und wieder der Österreicher am Boden. Von Rapid Wien kam er für 3 Millionen. Die Investition hat sich aber bezahlt gemacht bislang. Gut weitergeleitet von Neubart und Hopsch war wieder da, wo es weh tut. Wird es zu eng. Sehr gut gestaffelt die Mannschaft aus Barcelona. Das passiert auch einem Mr. Europacup, so wie sie ihn hier nennen, den Frank Neubart. Das war richtig, der Versuch, die Flanke zu wechseln, auch wenn der Ball drüben bei Bockenfeld nicht ankam. Eusebio. Dann wieder der Versuch, so steil in die Spitze zu spielen. Neubart, klug gemacht. Und das müsste Freistoß geben für Werder Bremen. Und so ist es dann auch. Manny Bockenfeld von Goikoetxea gerempelt.
ausgeführt. Und Bode stand zwar frei, aber der war schwer zu nehmen. Bode in der Rückwärtsbewegung. Und das war auch zugleich die letzte Aktion hier in der ersten Halbzeit. Barcelona führt im ersten Supercup-Endspiel mit 1:0 beim SV Werder Bremen. Wir verabschieden uns einstweilen aus dem Weserstadion, sind aber dann rechtzeitig wieder hier zwischendurch, um Ihnen die versprochene Geschichte von Bernd Hopf zu zeigen. Und wir gehen jetzt einstweilen zurück nach Köln. Bis gleich. So, wir sind zurück in der größten Tiefkühltruhe an der Weser, sprich dem Bremer Weserstadion. Uli Potowski hat es angesprochen, Bernd Hopsch, ein neuer Name, ohne Angst vor allzu großen Namen. Thomas Köhn stellt Ihnen den Bremer Neuzugang einmal genauer vor. Ein Mann auf dem Weg nach oben, die Vergangenheit spricht für Bernd Hopsch. Denn auch Rudi Völler und Karl-Heinz Riedle kamen aus der zweiten Liga nach Bremen, wo sie Otto Rehhagel zu Nationalspielern und Topstürmern formte. Der 24-jährige Kopfballspezialist kam im Dezember 92 für 2,5 Millionen Mark an die Weser. Seine Empfehlung waren Tore. 15 Mal hatte der Sachse in der Hinrunde für Leipzig hingelangt. Und hier fing alles an. Bis zum 17. Lebensjahr kickte Hopsch in der Mannschaft des Maschinenbaukombinats Schkeuditz. Das war eine Bezirksliga, wo ich von meiner Kindheit an gespielt habe, mit 6 Jahren und bis 17 Jahre dort gespielt habe. Und dann bin ich zu Chemie Birn und es war eigentlich genauso wie hier, bloß der Betrieb hat eben den Fußball unterstützt. Ohne jemals eine Kaderschmiede der Jugendsportschulen in der alten DDR besucht zu haben, wird er Profi bei Chemie Böhlen. 1987 wechselt er zum VfB Leipzig. Sein Entdecker prophezeit Hopsch eine große Zukunft. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Bernd Hopsch sich durchsetzen wird und dass er sicherlich zum Kreis der Nationalmannschaft kommen wird. Und ich bin auch fast sicher, dass er nach Italien geht. Vorerst heißt seine neue Heimat aber Bremen. Und hier hat sich Hopsch viel vorgenommen. Ich wäre froh, wenn es gleich am Anfang klappen würde, bei Werder Bremen einen Stammplatz bekommen. Aber wenn es jetzt nicht am Anfang klappt, dann lasse ich eben den Kopf nicht hängen. Und wer weiß, vielleicht landet er ja irgendwann mal bei seiner heimlichen Liebe, die da heißt Schalke. Eine Ecke für Werder, 4 für Barcelona, Torschüsse jeweils 4, gelbe Karten, eine für Manni Bockenfeld, keine für Barcelona, rote Karten, Gott sei Dank auch keine, darauf können wir auch getrost hier verzichten im Weserstadion, das gut gefüllt ist, schätze mal über 20.000 sind hier und Sie sehen es, im Frühsommer werden hier die Europameisterschaften im Flügen stattfinden, man hat schon mal ein bisschen geübt hier und mal abwarten, wie diese Europameisterschaft dann ausgeht. Das ist Udo Lattek, der kennt sich ja bestens aus in Barcelona, sitzt oben in der Ehrenloge in einer dieser vielen VIP-Logen. Die sind sehr, sehr warm. Für mich wäre das nichts. Also ich muss immer die Kälte des Fußballplatzes spüren. Und Johan Cruyff offensichtlich auch. Dick eingemummt kommt er zurück auf die Trainerbank. Und das ist auch so üblich in Spanien. Da ist dann der Herr Reporter noch da für den spanischen Rundfunk. Stellt noch ein paar Fragen und Johan brummelt, ich habe Sie nicht verstanden, könnten Sie noch mal wiederholen? Dann wiederholt der Reporter noch mal und Johan sagt ja und das war es dann auch. Naja, so ist das oft mit den Interviews, die so kurzfristig geführt werden, noch vor Beginn des Spiels oder vor Beginn der zweiten Halbzeit. Sehr gehaltvoll ist das meistens nicht. Beginn der zweiten Halbzeit, ich glaube, wir haben ein ganz ordentliches Spiel gesehen in den ersten 45 Minuten. Bedenken müssen wir ja, dass Werder direkt aus der Winterpause gekommen ist, Barcelona mitten in der Saison steckt. Also sicherlich ein Vorteil für die Katalanen. Und bislang hat sich das ja auch ergebnismäßig umgesetzt. 1:0 führt man seit der 37. Minute. Und der Torschütze war Julio Salinas. Keine Änderungen, soweit ich das erkennen kann, hier zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und Berti Vogts ist auch rechtzeitig wieder zurückgekommen. Und das ist noch so ein richtiger Fußballer, der sitzt nicht im Warmen, sondern draußen. So gehört sich das, Berti. Klasse. Abseits, Stoichkov, der Bulgare, zeigt zwar an, man solle genauer hingucken, aber ich denke, im Moment der Ballabgabe war er doch im Abseits, war zu sehen, klar. Vielleicht ein paar Worte noch zum Supercup, zur Geschichte, zur Entstehung. Das geht in das Jahr 66 zurück, da hat ein Journalist, Branko Perovanic, die Idee gehabt, und ist an Real Madrid herangegangen, hat gesagt, macht ihr doch ein Spiel gegen den Europapokalsieger, der Pokalsieger.
Das hat man damals aber noch abgelehnt. 72 hat dann der Herr Perovanic, mein Gott, Ajax Amsterdam und Glasgow Rangers überreden können, zum ersten Mal diesen Supercup auszutragen. Das war erst inoffiziell. Später ist dann die UEFA auf die Idee gekommen, das Ganze sozusagen zu legalisieren. Ein offizieller Wettbewerb ist es also geworden. Und vielleicht noch eine Information. Das Tor aus der 37. Minute, das Auswärtstor, zählt im Zweifelsfall doppelt. Also auch hier gilt die Auswärtstorregelung. Das ist das Nebelhorn hier im Weserstadion, aber Gott sei Dank hat sich der Nebel verzogen. Freie Sicht für die Fans im Stadion. Stoichkov, immer wieder der Versuch, diese Bälle in die Spitze zu bringen. Und da muss man auch aufpassen auf Miguel Angel Nadal, der sich da immer wieder nach vorne stiehlt. Das haben wir in der ersten Halbzeit 2-3 Mal gesehen. Otava mit dem Rückpass. Otava, ein Mann mit Erfahrung, mit spanischer Erfahrung, hat ja mal bei Atletico Madrid gespielt und hat hier am Freitag für ein spanisches Fernsehteam dann auch gedolmetscht. Bei einem Interview mit Otto Rehagel. Vielleicht hat er ja den Otto ein bisschen beschummelt und alles ganz anders übersetzt, aber was soll's, wollen wir da nicht mutmaßen. Marquero. Ja, wenn Sie mal den Ball haben, dann geben Sie ihn freiwillig nicht mehr her. Viele, viele Stationen, da darf es auch mal zurückgehen, aber immer wieder dann der Pass, das Spiel nach vorne. Witschke. Ein starker Techniker. Nochmals, dieses Endspiel wird ja in zwei Partien ausgetragen. Das Rückspiel am 10. März sehen Sie dann auch wieder bei uns, das heißt bei RTL. Steht ja auch links oben, aber ich sag's noch mal vorsichtshalber. Schön gespielt von Bockenfeld auf Herzog. Und ja, da ist keiner. Schade. Sehr, sehr aufmerksam. Sacristan Eusebio. Wegen seiner Spielweise hat ihn der legendäre Ernst Happel einst so getauft. Dem Mann, der da am Boden liegt, Andreas Herzog, der weiße Bullet. Er selbst hört das gar nicht gerne, ich kann das gut nachvollziehen. Er will eine eigene Persönlichkeit aufbauen, darstellen und Vergleiche mit anderen hinken dann doch immer wieder. Der Stadionsprecher hat gerade die Kollegen von der Presse als Burschen bezeichnet und die offizielle Zuschauerzahl 22.098. Sehr, sehr ordentlich. Ich muss sagen, ich hätte da mit weniger gerechnet, zumal bei den Witterungsbedingungen. Ein Grad plus haben wir gerade noch so. Unser Freund, der Stadionsprecher, Dankeschön. Wir hatten es vorher geschafft, sind wir ganz stolz drauf.
Uli Borowka hat ein bisschen was am Knie abbekommen, eine Fleischwunde. Ich glaube, da ist gerade ein bisschen Jod draufgekommen. Stoichkov. Und da war Andreas Herzog gedanklich schneller. Marco Bode. Und Bernd Hopsch konnte sich da leider nicht durchsetzen. Bockenfeld gegen Witschke.
Kommt er noch zu Bockenfeld? Ja, mit ein bisschen Glück. Direkt flanken, ja, hat er auch versucht, aber das war natürlich ganz schwer. Dieter Alz. Und der Schuss von Herzog! Zwei, dreimal hat er schon geschossen aus der zweiten Reihe. Gut gespielt von Alz auf Neubart, aber die Fahne des Linienrichters war oben. Da ist er, der Herr Unparteiische. Frank Neubart war da in der Tat im Abseits. Ja, es war gut zu sehen in dieser Kameraeinstellung. Im Moment der Ballabgabe. Bewegung auf der Bank des CF Barcelona. Da sitzen erfahrene Leute, zum Beispiel Alex Sanko, 36 Jahre alt. Und auch die Bremer Spieler haben angefangen, sich warm zu machen. Kohn, Hartgen, Schaf, Alofs, das sind die Alternativen auf der Werder Ersatzbank. Das passiert dem Baquero auch nicht allzu oft, aber Witschke holt sich das Leder zurück. Da war nichts. Und Neubart. Die Übersetzung ist natürlich relativ groß bei ihm und dann wird er gefault. Und da fordert man jetzt auch eine gelbe Karte. Und da ist sie auch gegen Amor. Wie richtig die Entscheidung ist, bekommen wir hier noch mal bestätigt. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, ein faires Spiel. Und wir bekommen noch ein paar Daten zu Frank Neubart. Seine größten Erfolge. Das Flanke. Hopsch bemüht sich darum. Legert. Was hat er da vor? Und Platz für Barcelona, für den Torschützen aus der 37. Minute. Salinas geht da zu Boden. Da ist schon ein bisschen Körperberührung von Herzog mit dem Spiel gewesen. Da haben sie es mitbekommen. Und natürlich eine richtige Entscheidung von Kim Milton Nielsen aus Dänemark. Das zieht sich ein bisschen hin mit der Behandlung von Salinas, aber hier sehen Sie den Mann. Komans Freistoß, ein bisschen überhastet ausgeführt meiner Meinung nach, da war der Salinas noch nicht im Sturmzentrum. Und jetzt wird er ein bisschen kleinlich, unser Freund aus Dänemark, der Rechtsanwalt. Hat schon einmal Werder gepfiffen. Hier sehen Sie die Verletzung von Borowka ganz deutlich. Und Hopsch.
könnte mir vorstellen, dass Hopsch natürlich einer der ersten Auswechselkandidaten ist. Ganz klar im ersten richtigen Spiel für Werder. Ich weiß nicht, ob sein Entdecker da ein bisschen weit geht. Wir haben es gehört vorhin in der Pause. Herr Sundermann hat gesagt, also ich rechne fest damit, dass er Nationalspieler wird. Aber das, was er hier heute gezeigt hat bislang, das war ganz ordentlich. Man muss das immer bedenken, aus der zweiten Liga zu kommen, dort viele Tore zu schießen und dann gleich hier gegen einen europäischen Spitzenverein spielen zu müssen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber er hat sich bislang gut aus der Affäre gezogen. Oli Borowka mit einer technischen Einlage. Zug. Ja, und da ist Bernd Hopsch, aber leider abseits, abseits. Oh, das würde ich mir aber jetzt gerne noch mal anschauen. Da ärgert er sich, das kann ich aber auch verstehen. Wäre das ein Traumeinstand gewesen? Oh, oh, passen wir mal auf. Nee. Also im Moment der Ballabgabe gleiche Höhe und das ist meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung gewesen. Bockenfeld vielleicht, aber wir gucken noch mal hin. Also Hopp stand meiner Meinung nach nicht im Absatz. Ich hoffe, wir kriegen das vielleicht noch mal eingespielt von der Regie. Leider nicht, höre ich gerade, aber Bockenfeld stand möglicherweise im Abseits. Die Kollegen arbeiten dran, wenn wir gleich noch mal Zeit haben. Dann kommt es doch noch mal. Bode, das bringt aber Stimmung ins Haus. Zu Zaretta vorbei und Neumann auf der Linie gerettet. Verwirrung, eilt drüber. Die Chance für Frank Neumann. Und da ist es Goykoetxea, der auf der Linie rettet. Hier nochmal die Szene. Ja, Herzogs Flanke. Ich glaube, im Moment der Ballabgabe Hopsch nicht im Abseits. Aber leider haben wir Bockenfeld nicht gesehen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil es geht jetzt wirklich rasant weiter. Werder wie beflügelt nach diesem nicht gegebenen Treffer und nach der Chance von Neubart. Also das bleibt ein bisschen offen, ob es Abseits war oder nicht. Aber wie gesagt, möglicherweise Bockenfeld. Den haben wir aber im Bildausschnitt leider nicht drin gehabt. Vaquero. Roman, ja, Sie können das natürlich ganz geschickt jetzt das Tempo aus dem Spiel herausnehmen. Eine internationale Klasse-Mannschaft, aber wem sage ich das? Dennoch einfach imponierend die Erfolge von Barcelona. 12-mal. Spanischer Meister, 22-mal Pokalsieger, 3-mal UEFA-Cup-Sieger, 1992 Europapokal der Landesmeister, 79, 82, 89 Europapokal der Pokalsieger. Das ist natürlich eine absolute europäische Spitzenmannschaft. Vaquero stand da im Abseits. Hat das nicht mitbekommen, dass der Schiedsrichter gepfiffen hatte, sieht dafür gelb. Ich würde ihm da gar nicht Absicht unterstellen wollen. Das ist doch ein bisschen laut gewesen da, ob man da den Pfiff dann immer hört. Hier Vaquero im Abseits. Dann der Pfiff. Und da ging er nochmal hin zum Ball und dafür hat er gelb gesehen. Da muss der Marco Bode hin. Das macht er auch.
Mutawa. Ich hoffe, Sie folgen mir da. Das Spiel übertrifft meine Erwartungen doch ziemlich stark. Ich habe hier mehr mit einem Abtasten gerechnet im ersten Endspiel. Erfreulich viele Torszenen. Und ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Werder gut aus der Winterpause gekommen. Marco Bode, Dieter Eils, Andreas Herzog muss sich vom Ball trennen, tut das auch. Bode versucht es direkt, Eils. Schade, zweite Etage. Kein Vorwurf. Die Fans danken es dem Dieter. Auch wenn ein enttäuschtes Raunen zunächst einmal durchs Stadion ging. Prima Stimmung hier. Das wollen wir auch festhalten. Roman mit dem Befreiungsschlag, ja. Aber der kommt an bei Stoichkov. Da drüben sind die rund 100 Fans aus Barcelona. Und Witschke und Koman haben auch ein paar Fußballfreunde aus den Niederlanden hier herübergezogen. Giristein wird wohl gleich kommen für Baquero, das heißt Mittelfeldspieler gegen Mittelfeldspieler, aber da ist Baquero noch mal am Ball, nicht gepfiffen, das haben die Werder-Fans anders gesehen. Baquero mit Übersicht auf den Torschützen, der macht das ganz perfekt und Stoichkov ist böse auf Salinas, dass er sich nicht vom Ball getrennt hat. Ja, die konkurrieren so ein bisschen um die Tore. Es war ein bisschen eigensinnig, aber das hat er gut gemacht. Julio Salinas. Bisschen arg ballverliebt. Will die Tore alleine machen. Neubart. Amor wieder mit so einem Ball in die Spitze. Und das ist dann immer wieder Nadal, der sich nach vorne orientiert, in die Spitze geht. So wie wir es gerade vermutet haben, ist es nun geschehen und gleich ein Interview. Hechel, Hechel. Er ist gerade noch gelaufen. Naja, so eine dolle Sache ist das nicht. Also ein Mittelfeldspieler für einen Mittelfeldspieler. Vielleicht wird er etwas defensiver ausgerichtet sein. Und bei Werder wird wohl gleich Stefan Kohn ins Spiel kommen. Wir vermuten dann mal für Bernd Hopsch. Das war das, was wir gerade schon mal gesagt haben. Wäre nachzuvollziehen.
Aber nicht, weil er enttäuscht hat, ganz im Gegenteil. Herzog. Nadal hat da das Bein ein bisschen stehen lassen für meinen Geschmack. Auch Alz am Boden. Der deutet an, ich habe die Ellbogen abbekommen und hier sehen wir es nochmal, wie Nadal das Foul begeht. So, nun geht in der Tat Marco Bode, wird ausgewechselt, also nicht Bernd Hopsch. Marco Bode, der viele weite Wege gegangen ist, also da sagt sich der Otto Rehagel, ich gönne dem Bernd Hopsch noch ein bisschen die Erfahrung. Und Stefan Kohn kommt jetzt. Stefan Kohn, der zuletzt Schwierigkeiten hatte mit Otto Rehagel, so nach dem Motto, warum spiele ich nicht, will weg, aber Rehagel sagt das eigentlich völlig zu Recht. Ihr könnt euch immer wieder aufs Neue beweisen und das ist ganz gefährlich gewesen, was Bockenfeld da gemacht hat. So ein verdeckter Schuss, den sieht Zubizarreta relativ spät, aber nochmals, ein ganz erfahrener Schlussmann, den kann man selten überraschen. Marco Bode, auch er soll ein Interview geben. Das ist aber wohl mehr für einen Zeitungskollegen. Ja, hat er gut gemacht, der Manni Bockenfeld. Einfach so mal kurz weitergeleitet. Da hätte Herr Amor bestimmt ein bisschen Ärger bekommen mit seinem Trainer, mit Johann Cruyff, wenn das ins Auge gegangen wäre. Aber indirekt geht es auch ins Auge. Hier sehen wir die Aktion nochmal von Amor. Dafür hat es nämlich jetzt eine Freistoßentscheidung gegeben für Werder Bremen. Unnötiger Ballverlust. Und das ist natürlich eine Entfernung für Uli Borowka, der auch gefordert wird von den Treuesten der Treuen da drüben. Aber Legat versucht's. Ecke. Ja, das ist auch eine gute Alternative. Der Thorsten Legat hat auch einen knallharten Schuss. Und die zweite Ecke für Werder Bremen. An den kurzen Pfosten. Oh, und die Möglichkeit. Die zweite. Die dritte. Oh, Bockenfeld hat einfach Pech. Und erneut Eckball. Ja, wenn sie unter Druck gesetzt werden, die Gäste aus Barcelona, dann haben sie manchmal Probleme da hinten. Wieder der Einsatz von Hopsch und wir sind wieder live dabei, die Ecke schnell ausgeführt. Schwimmen sie ein ganz klein wenig. Brazet. Hopsch, gut gemacht. Einfach abtropfen lassen mit der Brust auf Herzog. Also ich muss sagen, das, was der Bernd Hopsch da zeigt, das ist wirklich schon vom Allerfeinsten. Koman noch im letzten Augenblick dazwischen und eine Eckballserie für Werder Bremen. Vierte jetzt, da kommt man ran im Eckenverhältnis, 4:5 aus der Sicht von Werder. Das Spiel wird in viele Länder übertragen, unter anderem nach Bali, also die werden alle ihren Spaß haben an dem Spiel, die da live dabei sind. Gute Aktion wieder von Brazet, der ja aufhört am Ende der Saison, nach Norwegen zurückgeht. Und die Chance zum Kontern, aber Botava ganz aufmerksam. Wo
Ottawa zieht sich weiter zurück. Neubart geht mehr in die Spitze. Das ist jetzt festzustellen. Sicherlich eine richtige Maßnahme. 0-1 liegt man zurück. Und um eine Chance in Barcelona zu haben, da muss man hier, ich sag mal, mindestens unentschieden spielen. Das wird dann ganz, ganz schwer. Im Stadion Nou Camp. Zumal, das sage ich auch nochmal, die Auswärtstore doppelt zählen. Herzog. Hopsch gefault von Koeman. Oh, er ist eh der Buhmann so ein bisschen, sieht gelb. Hat ihn auflaufen lassen, den Mann aus Leipzig. Jetzt wird es ein bisschen ruppiger hier. Dritte gelbe Karte. Das hat er ganz clever auch gemacht, der Bernd Hopsch. Der Koeman kann sich da auch schlecht in Luft auflösen, aber faul ist schon richtig. Geht in den Mann rein, doch. So, wer diesmal? Legat oder Borowka oder Herzog mit dem Schlenzer? Der kann das nämlich auch ganz gut. Und damit steht es 5:5 im Eckballverhältnis. Da ist er nochmal, groß im Bild, der Ronald, der Schussgewaltige. Wieder an den kurzen Pfosten und jetzt ist es 6:5 Ecken für Werder und Werder wird immer offensiver. Muss natürlich aufpassen, da ist auch schnell ein Konter gefahren seitens der Gäste. Legat, gefühlvoll, das kann er nämlich auch. Wieder Hopsch, Kopfball stark, wieder Hopsch. Eine Viertelstunde verbleibt Werder noch. Das Tor von Salinas. Dieser Fehler von Alts liegt Werder schwer im Magen. Oh, wieder so ein dummes Ding. Votavas Fehler, Stoichkov. Stoichkov gegen Votava. Hat er gut gemacht, der Mirko Votava, seinen Fehler. Hat aber Glück gehabt jetzt. Herzog. Kostet Kraft. Aber es hat er elegant gemacht. Schade, schade. Ah, ärgert sich selbst am meisten. Hat den Ball nicht richtig getroffen. Im Moment der Ballabgabe. Oh, Dieter Alts. Unnötig. Er war der Buhmann und nach der Aktion gegen Hopsch umso mehr. Und Klaus Allofs wird gleich auch noch ins Bremer Sturmspiel eingewechselt werden. Und da soll sich der Bernd Hopsch zu vehement eingesetzt haben, abgepfiffen. So, ich bin gespannt. Wer geht? Ich glaube, diesmal erwischt es den Bernd Hopsch. Schade eigentlich. Und er wird jetzt einen riesen Applaus bekommen, da bin ich ganz sicher. Da kommt der Applaus für Bernd Hopsch.
einer mit großer internationaler Erfahrung für einen, ja, wenn man so will, international noch nicht ganz so erfahrenen Mann. Mal sehen, ob sich das auszahlt. Otava, und das provoziert er natürlich. Entschuldigung, Mirko, aber das war vielleicht doch etwas zu offensichtlich. Da hat er den Ball noch mit der Fußspitze gespielt und dann hebt er ab. Da war keine Berührung von Koman mit dem Spiel. Da war nichts. Oliver Reck in dieser zweiten Halbzeit kaum geprüft. Das war ein bisschen blind, einfach nach vorne gespielt von Borowka. Oh ne, oh ne. Das kann ich gut nachempfinden. Stoichkov zwar am Boden, aber da war nichts. Oh, ja, er hat die Aktion von Otava gepfiffen. Vorher war es aber ein Foul von Eils, wie wir gesehen haben. Also man muss ja da auf dem Unparteiischen ein bisschen zur Seite stehen. Stellungsfehler, das passiert dem Rune Bratzett auch ganz selten. Herzog. Ja, das war dann doch etwas zu eindeutig. So, das war jetzt gefährlich, ja. Aus der zweiten Reihe, da haben wir eigentlich alle nicht so recht mit dem Schuss gerechnet. Und er springt auch noch mal auf. Am langen Eck vorbei. Und das ist Eusebio gewesen. Ja, das ist doch der Stefan. Und ach, da haben sie alle hier die Arme hochgerissen, aber leider knapp vorbei. Stefan Kohn. Urplötzlich hat er die Chance. Schade, ihm hätte ich es ganz besonders gegönnt. Ist ein netter Kerl.
Bei Barcelona steht auch die zweite Auswechslung kurz bevor. Salinas wird wohl vom Platz gehen. Das ist der Mann, der hier das Tor geschossen hat. Und dafür kommt ein Mann namens Thomas Christiansen. Ganz interessant, dass das auch bei Barcelona passiert. Das ist ein Amateur. Und der Name verrät schon ein bisschen seine Herkunft, ein Skandinavier. Sieht so ein bisschen aus wie die Herren Laudrup. Und da ist er zum ersten Mal am Ball. Mal gucken, was er draus macht. Situation 1:1 gegen Borowka. Ein bisschen Glück ist dabei. Stoichkov versucht's. Oh, prima Aktion von Oliver Reck. Ja, diesen Stoichkov darf man keine Sekunde aus dem Auge lassen. Prima gemacht von Oliver Reck, aber auch das Kompliment an den Bulgaren. Witschke. Dieser Stoichkov hat so einen kleinen Tick. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, er hätte immer ein 5-Pesetenstück im Schuh, das er mal auf der Straße fand. Also Aberglaube ist ja bei den Fußballern weit verbreitet. Und er sammelt die Flugscheine, wenn er so unterwegs ist. Soll davon schon 379 Stück haben. Naja, jedem das seine. Oh, was macht er denn da? Dadurch die Möglichkeit für Werder. Ja, oh, jetzt dreh ich um und schieß. Da hat der Klaus Allofs nicht schnell genug reagiert. Herzog am Boden. Also selbst wenn Werder hier den Platz als Verlierer verlässt, die Mannschaft hat gut gespielt. Jetzt kommt ein bisschen Unmut auf in den letzten Minuten, weil der Ball zurückgespielt wird. Rune Bratze deutet es an, ihr müsst euch nochmal lösen, nochmal mit nach vorne gehen. Borowkas Flanke. Wotawa. Herzog, und was ist das? Uiuiui, das würde ich aber auch noch mal ganz gerne sehen. Andreas Herzog. Nee, kommt da ins Stolpern. Da kann man nicht sagen, dass Ferrer oder Amor zur Sache gegangen sind. Richtige Entscheidung. Thorsten Legert. Gut abgelegt. Und Wotawa! Allofs war's. Klaus Allofs. Ja, damit haben wir eigentlich schon nicht mehr gerechnet. Klaus Allofs nimmt den Ball direkt. Legert, aufgepasst, dann gut gemacht von Neubart. Und Klaus Allofs.
Ja, damit haben wir wirklich nicht mehr gerechnet. 87. Minute, doch noch der Ausgleich. Prima. Dem Klaus können das auch ganz besonders aufpassen, liebe Kollegin der Regie, denn wir haben noch eine Chance hier zu verzeichnen für Werder. Tja, damit sieht es fürs Rückspiel doch auch viel freundlicher aus, dieser Ausgleich von Alofs. Aber aufpassen, Werder. Barcelona auch bis in die letzte Sekunde hinein bemüht, hier vielleicht die Entscheidung für sich zu suchen. Zubizarreta ist da, ja. Prima gemacht, gerade beim Tor von Alofs. Neubarts Vorarbeit. Noch 60 Sekunden, ein versöhnliches Ende auf jeden Fall. Ich sage es nochmals, nach einer guten Leistung von Werder. Noch einmal Frank Neubart. Ja, da wird es schwer, als eng wird. Ah, sie wurschteln sich da irgendwie durch. Vielleicht holt er noch mal eine Ecke heraus. Und da muss der Spezialist her. Uli Borowka kann weit, weit einwerfen. Das ist ja dann fast so wie bei einer Ecke. Allerdings aus dem tiefen Geläuf heraus ist das auch nicht so einfach. Verlängert von Neubart. Und der Kapitän, der Torwart, ärgert sich. So kurz vor Schluss noch der Ausgleich. Also man muss beiden Mannschaften attestieren, dass sie bis zum letzten Augenblick alles gegeben haben. Also von einem besseren Freundschaftsspiel kann hier wahrlich nicht die Rede sein. Das verspricht viel für den 10. März, fürs Rückspiel in Barcelona. Bockenfeld. Die letzten Sekunden laufen hier. Er kommt leider nicht. Vorstor. Und unser Freund, der Rechtsanwalt, ein junger Bursche, 32 Jahre alt, wird gleich Schluss machen hier im Weserstadion. Bremen in der zweiten Halbzeit, die überlegene Mannschaft mit den besseren Torszenen. Barcelona aber jederzeit gut, um zu kontern. Hätte Werder hier 2:1 gewonnen, hätten sich die Gäste aus Katalanien auch nicht beschweren dürfen. Das war's, liebe Zuschauer. 1:1 im ersten Endspiel um den europäischen Supercup. Salinas in der 37. Minute und Klaus Alofs in der 87. Minute erfolgreich. Mein Kollege Kai Ebel wird jetzt gleich versuchen, da unten erste Stimmen einzufangen. Sie sehen es. Man reicht sich die Hand. Es war trotz allem ein faires Spiel. Es hat insgesamt 4 gelbe Karten gegeben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir von einem fairen Spiel sprechen können. International wichtige Erfahrungen für Werder Bremen. Ein Bernd Hopsch, den ich nochmal besonders herausstreichen möchte. Sein erstes Spiel für Werder. Dann gleich bei einer so wichtigen Partie. Das war schon sehr vielversprechend. Wir geben jetzt zunächst ganz kurz zurück nach Köln und dann meldet sich gleich Kai Ebel unten vom Spielfeldrand. Wir haben ein rassiges Spiel gesehen, in dem der SV Werder Bremen auch hätte als Sieger hervorgehen können, den Chancen nachgesehen.
Ja, der Europapokalsieger FC Barcelona ist eine technisch hervorragende Mannschaft, die den Ball haben in vielen Situationen laufen lassen. Aber unsere Jungs jetzt nach der Winterpause brauchten eine gewisse Zeit, um sich an den Rhythmus zu gewöhnen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann sehr stark gespielt und ich glaube, letztlich und endlich den Ausgleich auch verdient. Das Abseitstor war aus meiner Sicht keins. Ja, ich kann das nicht so beurteilen. Nachher, wenn ich es am Fernsehen sehe, dann kann ich selbst auch beurteilen. Aber der Linienrichter steht auf gleicher Höhe. Er muss es eigentlich richtig sehen. Wenn er es nicht gesehen hat, dann war es ein schwerer Fehler. Ein Wort zu Bernd Hopsch, der Schütze des Tores. Ja, nein, der Schütze des Tores, das war Klaus Allofs. Also, ja, der Bernd Hopsch hat heute das erste Mal in solch einem Spiel dabei sein können. Und ich habe ja schon gesagt, er braucht sicher eine gewisse Zeit, um hier, wie Boris Becker immer so schön sagt, mental sich vorzubereiten und auch also eine spielerische Linie mit der Mannschaft zu finden. Das geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein ungeheurer Sprung aus der zweiten Liga in unsere Mannschaft. Aber ich denke, wir werden ihm Zeit geben, damit er diesen Prozess erfolgreich für sich durchsteht. Dankeschön, Otto Rehhagel. Und bei uns steht natürlich auch Johann Cruyff, der dankenswerterweise noch da geblieben ist, der Trainer des CF Barcelona. Dieses Spiel, sagte ich eben zu Ihrem Kollegen Otto Rehhagel, hätte SV Werder Bremen auch gewinnen können. Haben Sie das ähnlich gesehen? Zweite Halbzeit habe ich die Möglichkeit gehabt, aber ich glaube, fußballmäßig, ganzes Spiel habe ich gut gespielt. Erste Halbzeit können wir ein oder zwei Tore mehr schießen. Und die zweite Halbzeit habe ich zu viele Ballen verloren im Midfield. Normalerweise soll man die 1-0-Führung ausgebaut haben. Gibt es einen Spieler bei Werder Bremen, den Sie am liebsten gleich mit nach Barcelona nehmen würden? Ob das will oder nicht ist, das ist schon möglich. So. Sie wollen also keine Namen nennen, die Sie interessieren können? Ich werde dazu beantworten, weil kann man nicht mehr nehmen. Okay, schönen Dank. Sie wollen sicher noch zu Ihren Spielern. Vielen Dank, Johann Cruyff.